Hi, ich bin Silvan und studiere im Bachelor IT Systems Engineering am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Hi, ich bin Lukas und ich studiere genauso wie Silvan im 6. Bachelorsemester hier am HPI. Kennengelernt haben wir beide das HPI vor über 5 Jahren durch die Schülerakademie. Ja, und das hat uns damals so gut gefallen, dass wir heute nicht nur hier studieren, sondern auch anderen Leuten Lust aufs HPI machen wollen. Und deswegen stehen wir heute hier vorm Hauptgebäude und nehmen euch in den nächsten paar Minuten mit auf eine kleine Campus-Tour. Los geht's! Das Hauptgebäude wurde 2010 eröffnet. Es markierte die erste von vielen Erweiterungen des Instituts hier in Potsdam. Das Hasso-Plattner-Institut befindet sich nunmehr seit über 20 Jahren hier in Potsdam direkt am Standort Griebnitzsee. Wir haben hier hinter uns die Grenze zwischen Berlin und Brandenburg. Die Architektur des Hauptgebäudes ist sehr offen gestaltet. Das passt auch zur Philosophie des HPIs, die den offenen Austausch zwischen den Studierenden und dem Lehrpersonal fördert. Finanziert wird das Institut durch die Hasso-Plattner-Förderstiftung, die es uns unter anderem ermöglicht, hier ohne weitere Studiengebühren zu studieren. Hasso-Plattner selbst sieht natürlich in Wirklichkeit nicht ganz so aus wie hier auf diesem Bild, ist aber ein begeisterter Kunstsammler und genau deshalb finden wir seine Kunst hier in vielen Fluren am HPI. Lasst uns in das dritte OG gehen. Dort befindet sich der HPI D-Space und das ist der Ort am HPI, den einige Studierende häufiger sehen als den Hörsaal. Das D in D-Space steht für Design Thinking, eine Innovationsmethode, die Hasso-Plattner von der Stanford University hier nach Potsdam gebracht hat. Dieser Raum ist speziell für Workshops konzipiert worden, auch die Möbel wurden hier am HPI entwickelt. Neben den Workshops wird dieser Raum auch für Vorträge genutzt. Oftmals haben wir spannende Politiker oder Gäste aus der Wirtschaft hier vor Ort. Ebenso berichten HPI-Startups in den sogenannten Startup-Talks von ihren Erfolgen. Für uns Studierende ist es besonders toll, dass wir den HPI D-Space einfach so verwenden können. Hier können wir unter anderem an unseren Projektarbeiten arbeiten. Das ist besonders wichtig, da fast alle Abgaben am HPI als Team- oder Gruppenarbeiten zu erledigen sind. Am HPI gibt es über 20 verschiedene Lehrstühle. 3 davon sind hier im Hauptgebäude untergebracht. Wir stehen hier gerade vorm Human-Computer-Interaction-Lehrstuhl. Dort sind die Büros der Mitarbeitenden, die dort an ihren Forschungsprojekten arbeiten. Das schauen wir uns mal an. Am HPI stehen die Türen meist für jeden offen. Bei Fragen oder Problemen kann man sich also einfach an die Mitarbeitenden wenden oder sich mit ihnen über ihre Forschungsprojekte austauschen. Man hat also früh einen Einblick in die Forschung am HPI und es herrscht ein enges Miteinander. Jedes Fachgebiet am HPI hat seine eigene Kommunikationszone. Das ist ein Ort, wo man sich miteinander treffen und austauschen kann. Außerdem präsentieren viele Fachgebiete dort die Ergebnisse ihrer Forschung. Das hier ist die Kommunikationszone des Fachgebiets Human-Computer Interaction. Das große Ziel hier ist, Prototypen möglichst schnell und kostengünstig bauen zu können. Zum Beispiel wie diesen hier aus Holz Laser zu cutten. Dafür wird eine Software entwickelt, die die Baupläne hierfür erzeugt. Wir sind nun wieder im Erdgeschoss angekommen. Wenn hier oben die rote Lampe leuchtet, bedeutet das, dass im OpenHPI-Aufnahmestudio hier hinter mir gerade eine Aufnahme läuft. Hier werden alle Kurse produziert, die ihr später auf OpenHPI sehen könnt. Bisher gibt es schon über 80 Kurse und 270.000 eingeschriebene Lernende. Ich bin tatsächlich einer von ihnen, denn ich habe als Schüler einen Kurs zur Website-Programmierung belegt. Aber es gibt noch viele weitere Themen, unter anderem zur Hardware-Programmierung oder aber der Arbeit mit Datenbanken oder IT-Security. Also schaut einfach mal rein, alle Kurse sind kostenlos und sicherlich ist einer dabei, der auch euch gefällt. Auch im Hauptgebäude Platz gefunden haben die Räume unserer Studierendenclubs. Fast jeder Studi ist Mitglied in mindestens einem unserer 20 Clubs. In diesem Raum sitzt unter anderem der HPI Magazine Club. Dieser Club gibt einmal pro Semester eine Zeitung rund um unser Campusleben heraus. Wir haben aber auch noch weitere Clubs am HPI. Einige Clubs beschäftigen sich eher mit IT-Themen, wie zum Beispiel unser Cybersecurity oder auch der Mobile Development Club. Andere Clubs beschäftigen sich eher mit den Freizeitaktivitäten der Studierenden, wie zum Beispiel der Tanz, der Foto-, der Koch- oder auch der Spieleclub. Falls ihr als Schülerin oder Schüler das HPI einmal vor Ort kennenlernen wollt, ist der Club für Schüleraktivitäten für euch interessant. Wir veranstalten dort bis zu 4 große Camps und ein Hackathon für euch. Wenn ihr Interesse habt, einmal hier vor Ort bei uns vorbeizuschauen, schaut mal auf der Webseite unter Schüleraktivitäten vorbei. Jetzt sind wir an einem Raum angekommen, der nicht nur ganz besonders aussieht, sondern hinter dem auch etwas ganz Besonderes steckt. Hallo, willkommen in der FQ Lounge. FQ steht für Female Quotient. Aber die Lounge ist nicht nur offen für Frauen, sondern für jeden, der sich zum Thema Chancengleichheit austauschen möchte. Außerdem bietet der Raum einen geschützten Ort für Beratung. Von hier aus organisieren wir unter anderem unsere Women in Tech Talks, zu denen wir Frauen aus Wissenschaft und Wirtschaft einladen, die dann von ihren Karrierewegen und Projekten erzählen. Wir freuen uns, wenn du bald mal dabei bist. Jetzt sind wir hinterm Hauptgebäude angekommen. Auf der Wiese kann man im Sommer hervorragend entspannen. Manchmal finden hier sogar Feste, Veranstaltungen und Konferenzen statt.
Hier sieht es zwar gerade nicht nach Party aus, aber das hier ist unser HPI Party Pavillon. Den können wir als Studierende einfach reservieren, zum Beispiel jeden Freitag für unsere Friday Beers. Dort werden eine Stunde lang Getränke an unsere Mitarbeitenden und an unsere Studierenden ausgegeben. Auf unseren eigenen Sportanlagen können wir Volleyball, Basketball, Fußball oder Tennis spielen. Der Sportclub organisiert in regelmäßigen Abständen verschiedene Turniere. Einmal im Jahr sieht diese Wiese hier komplett anders aus. Am letzten Vorlesungstag des Sommersemesters findet nämlich das HPI Sommerfest statt. Da wird hier eine riesige Bühne aufgebaut. Wir laden Künstler ein und Gäste und Studierende aus anderen Universitäten, Bekannte, Freunde und wir feiern alle gemeinsam den Beginn der vorlesungsfreien Zeit. Neben dem Hauptgebäude befindet sich auch noch unser Hörsaalgebäude hier auf dem Campus. Dort gibt es drei Hörsäle, wo all unsere Vorlesungen stattfinden. Auf der anderen Seite haben wir das Haus ABC. Dort sitzen die weiteren Lehrstühle des Campus und auch die Verwaltung. Außerdem gibt es dort noch, ganz wichtig, uns Café. Das ist ein bisschen teurer als die Mensa, aber auch umso leckerer. Und es gibt einen Tischkicker, den man immer nutzen kann. Hier befindet sich die Zweigstelle Griebnitzsee der Bibliothek der Uni Potsdam. Die können wir als HPI-Studierende auch nutzen, denn die Universität Potsdam und das Hasso-Plattner-Institut bilden gemeinsam eine Fakultät, die Digital Engineering Fakultät. Damit können wir noch viele weitere Vorteile der Universität Potsdam nutzen. Zum Beispiel das Hochschulsportangebot, das Semesterticket für den Nahverkehr, Leihfahrräder oder aber auch das Wohnen in Studierendenwohnheimen. Eines davon befindet sich direkt hier neben dem Campus. Das war es auch schon auf diesem Campus. Da die Informatik immer vielseitiger wird, wächst auch das HPI weiter. Wir zählen nun inzwischen auch einen Campus 2 und einen Campus 3. Campus 2 liegt nur ein paar Gehminuten entfernt und der Standort 3 befindet sich auf der anderen Seite der Bahnschienen. Ja, und zu den beiden Orten nehmen wir euch jetzt mal mit. Der Campus liegt direkt am S-Bahnhof Griebnitzsee. Von hier kommt man in wenigen Minuten in die Potsdamer Innenstadt, aber auch super schnell nach Berlin. Beides echt praktisch. Gegenüber vom Bahnhof befindet sich ein Gebäude der Uni Potsdam, in dem auch die Mensa für den Campus Griebnitzsee untergebracht ist. Dort gibt es günstig gutes Essen. Ich stehe hier gerade vor der Villa, dem wohl markantesten Gebäude auf Campus 2. Hier hat der Lehrstuhl von Professor Plattner seinen Sitz. Der hält tatsächlich noch immer Vorlesungen, fliegt dafür einmal im Jahr rüber und hält sie dann komprimiert in einer Woche. Ebenfalls auf Campus 2 befinden sich drei weitere Lehrstühle sowie die D-School, die Design Thinking Schule, nicht nur für HPIler, sondern für Studierende aus aller Welt. Wie man sieht, ist hinter der Villa gerade sehr viel los. Denn hier entsteht ein komplett neuer Gebäudekomplex mit Platz zu weiteren Lehrstühlen, einem Bistro, neuen Hörsälen und einer gesamten Etage, in der ein Rechenzentrum und Serverlabore untergebracht sind. Das hier hinter mir ist unser Campus 3, der neueste Campus am HPI, der zusammengesetzt ist aus drei Gebäuden. In diesem Gebäude sitzt die HPI School of Entrepreneurship. Unsere E-School unterstützt alle Gründungsaktivitäten am HPI. Wenn man also als Student aus seiner Idee ein Startup machen möchte, kann man sich hier beraten und finanziell unterstützen lassen. Der HPI Seed Fund schüttet jährlich 100.000 Euro für die beste Startup-Idee aus. Und die Startups, die vom HPI unterstützt werden, haben die Möglichkeit, hier in den Räumen hinter mir in den ersten Jahren ihre Projektidee voranzutreiben. Den größten Bereich auf Campus 3 nimmt jedoch unser Digital Health Center ein. Im Digital Health Center sind verschiedene Fachgebiete zum Thema digitale Gesundheit vereint. Ich bin nun im Digital Health Center. Was Digital Health ist und woran hier unter anderem geforscht wird, erzählt uns jetzt die Doktorandin Apita. At the Digital Health Center, we have a master's program which is interdisciplinary, which connects computer science to medicine. We also do innovative research which empowers patients and transforms healthcare. For example, we have developed a sensor hub application which is used to connect different types of sensors. From this, we make analysis so as to prevent diseases or to provide intervention for the diseases. So, da sind wir schon wieder zurück auf Campus 1. Natürlich können wir euch in diesem kurzen Clip gar nicht alle Seiten des HPI zeigen, aber wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann schaut doch einfach mal auf der HPI-Webseite vorbei. Ja, und in dem Sinne, vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Campus wieder. Wir würden uns freuen.